Heute sehen Sie bei In Teufels Küche mit Gordon Ramsay. Gordon trifft in Tuckahoe, New York auf einen Handwerker mit einem Traum, der zum Albtraum wird. Das ist der letzte Scheißkäfer! Dem Besitzer mangelt es jedoch nicht an Selbstvertrauen. Ich glaube nicht, dass es einen besseren Gastronomen oder Restaurantleiter gibt als mich. Lies diesen beschissenen Zettel! Die etwas eigenartige Karte hat die Kunden vertrieben. Was, das Kind aus einer Babywindel? Achso, da kommt noch was drauf. Der Küchenchef ist am Ende. Ob mir das Kochen irgendwie wichtig ist? Bitte hilf mir! Nein. Wenn Gordon zu diesem kontrollsüchtigen Eigentümer nicht durchdringt... Du bist verlogen. ...wird dieses Restaurant bald schließen. Mit jedem Gericht, das wir aus der Küche rausschicken, verringern wir die Chance, dass dieser Laden hier irgendwann mal läuft. Wird Gordon das Old Stone Mill wieder auf Vordermann bringen? Ich bin mir nicht so sicher, ob du überhaupt hungrig bist. Hungrig nach Veränderung, weißt du? Oder haben sich hier alle schon an das Chaos gewöhnt? Hast du Angst davor, wenn Leute kommen? Ja! Was? Das sehen Sie jetzt bei In Teufels Küche mit Gordon Ramsay. Tuckahoe, New York. Eine wohlhabende Pendlergemeinde, 45 Minuten nördlich von Manhattan. Hier befindet sich das Old Stone Mill, ein Restaurant mit Bar. Doch das Old Stone Mill läuft Gefahr, bald für immer zu schließen. Okay. Vor 6 Jahren habe ich diesen Laden gekauft und ich habe diese alte Mühle nach und nach in ein Restaurant umgebaut. Und ich habe es geschafft. Seit 4 Jahren gibt es den Laden. Okay. Es war ein Risiko. Wir hatten hier keine Investoren. Wir haben selbst Hand angelegt. Alles hier habe ich selbst gemacht. Ist das die richtige Stelle? Die Zimmermannsarbeit, die Klempnerei. Das Einzige, wo ich lieber nicht ran wollte, das war die Elektrik. Okay. Ich glaube nicht, dass es einen besseren Gastronomen oder Restaurantleiter gibt als mich. Aber es kommt niemand her. Oder will hierher kommen. Ist doch peinlich, dass ich nicht mit allen Beilagen für einen Tisch rausgehen kann. Findest du etwa nicht? Dean geht mir schwer auf die Nerven. Er kommt rein und schreit mich erstmal an. Komm schon, Mann, lies die scheiß Zettel. Es ist grauenhaft. Es ist absolut furchtbar. Was soll denn die... Ob ich hier noch mit Leidenschaft koche? Nein. Und das sieht man. Es gab Tage, da hätte ich hier kein Essen angerührt. Ich esse mein Essen hier und meine Familie ebenfalls. Und ich finde, es schmeckt. Unsere Gäste sind nicht die Jüngsten. Direkt hinter uns ist eine Anlage für betreutes Wohnen. Bei uns kommen so viele Grauköpfe zum Essen. Das sind also unsere Stammkunden. Hoffentlich kommt die Vorspeise bald. Kellner, bitte! Wir haben ein Problem mit dem Service. Man findet kaum Kellner, die hier arbeiten wollen. Sieht keiner, dass die Spüle dreckig ist? Hier fehlt ein Gedeck, ein Messer fehlt, ein Glassplitter auf dem Tisch. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Ich hatte immer wieder denselben Albtraum, gleich vom ersten Tag an. Ich mache auf, habe volle Belegschaft an Bord, die Küche ist bereit, aber keiner schaut rein. Und so kam es, dieses Jahr. Keine Ahnung warum, ich kann mir das nicht erklären. Ich wünschte, ich könnte es. Wenn kein Geld reinkommt, kannst du dir wohl kaum einreden, dass es bald besser wird. Du musst ja die Rechnung bezahlen. Es ist nicht so schön, wenn es nicht läuft. Ein leerer Laden sorgt für schlechte Laune. Sag mir, was soll ich tun? Naja, er hat... Sag's mir schon! Lass jeden hier Geld verdienen. Nur Dean bekommt die Arschkarte. Tja, wie immer. Wieso kommen bloß keine Gäste mehr hier rein? Keine Ahnung. Ehrlich, ich kann's dir nicht sagen. Ich bin mit meiner Hypothek im Rückstand. Und der Gedanke, dass die mein Haus pfänden, das geht nicht. Das könnte ich nicht ertragen. Hallo, Schatz. Hallo, Süße. Ich brauch Geld für die Reinigung. Geld, ja? Was ist mit den Leuten hier, die auch Geld brauchen? Ich glaube, meine Frau weiß vielleicht, dass die letzten paar Monate die schlimmsten überhaupt für mich gewesen sind. Ich bleibe hier sitzen und schaue mal, wer die Glückspilze sind, die heute ihr Geld kriegen. Dieses Restaurant ist nicht nur ein Restaurant. Es ist unser Leben, die Zukunft für uns, unsere Kinder. Nicht mal so übel. Dankeschön. Bis dann. Jetzt kann er ruhig kommen. Er ist bestimmt jeden Moment hier. Ich wäre fast vorbeigefahren. Ein sehr, sehr schönes Gebäude. Aber ich höre, dass hier keine Gäste sind. Gut, mal hören, warum das so ist. Oh je.
Gordon, wie geht's? Ich bin Dean Morazzo. Hallo, guten Tag. Schön, dich kennenzulernen. Ja, freut mich auch sehr. Danke, dass du gekommen bist. Eins kann ich dir sagen. Er ist ein Gewinner. Was seine Michelin-Sterne angeht, ich würde sagen, die hat er sich verdient. Tom. Hallo. Alles klar? Ja, danke. Er ist der Barkeeper, ja? Er ist Barkeeper, Manager, Mädchen für alles. Okay, fantastisch. Ich kenne seine Auszeichnung. Ich weiß, wie gut er ist. Ich verhungere. Oh, verstehe. Ich glaube, dass Gordon dem Restaurant weiterhelfen kann, aber wie weit, das weiß ich auch nicht. Jeannie, es ist mir eine Gordon Ramsay. Also, er kam zu mir, er gab mir die Hand und sagte Hallo. Wissen Sie, ich stehe auf blonde Männer und er war gar nicht so übel. Jenny, freut mich sehr. Mich auch. Mir ist so richtig warm geworden. Was? Gordon ist eine Bereicherung für mein Leben. Das ist unsere Karte. Was zur Geschichte auf der Seite, das Essen auf der anderen. Danke. Gerne. Hallo. Ich wüsste gern, sind die Krabbenpuffer hausgemacht? Sind die Krabben frisch? Ja, die sind frisch. Gut, dann nehme ich zuerst die Krabbenpuffer. Dann die Garnelen, bitte. Und dann den gemischten Salat. Und als Hauptgericht das Risotto. Und dann nehme ich den Barsch in der Folie. Ah, den Barsch. Michael, du machst alles wie immer. Klar bin ich nervös. Er wird herkommen, ich werde für ihn kochen und er wird sagen... Bäh. Sie kauen Kaugummi, oder? Ja, Sir. Ah ja, ist das normal? Ich glaube schon. Wirklich? Nicht nur, dass die Kellner Kaugummi kauen für normal halten. Sie sind doch ganz schön langsam. Okay. Kommt schon. Los geht's. Schick es raus. Wenn jemand von seinem Kaliber reinkommt, weiß ich nicht, was er tun oder sagen wird. Oh, danke. Es schmeckt schon sehr eigenartig. Ich kann nicht sagen, was es ist. Es schmeckt wie saure Mayonnaise, so etwa. Ich hoffe, ihm schmeckt eins der Gerichte, die er wollte. Zwei Gerichte, am besten natürlich alle. Verdammt. Oh Gott. Lieblos in die Fritteuse geworfen. Ich habe ja schon einigen Mist vorgesetzt bekommen, aber das hier kannte ich noch nicht. Große Scheiße. Na, wie läuft's, Gordon? Ist das ein Gericht, das sich gut verkauft? Ja. Wow. Bisher glaube ich nicht, dass er das Essen mag. Was ist das? Der gemischte Salat. Der gemischte Salat, verstehe. Nicht? Wie sieht der denn aus? Wo drücken die den denn rein? Sieht aus, als wird eine Eiswaffe gedrückt. Okay, so ist das, verstehe. Ha, klar, und das drückt ihr dann darauf. War der Koch mal Mechaniker? Nein. Nicht? Abgesehen davon, wie er aussieht, mögen ihn die Leute eigentlich. Verstehe. Ziemlich. Das ist mein Haus. Er kommt hier in mein Haus und er beleidigt mich. Okay. Zwingt mich nicht, den Scheiß aufzuessen. Raus damit, bevor es zusammenfällt. Sehr schön, danke. Sieht aus wie eine Tüte voll Durchfall und dann in den Ofen geschoben. Ich fass es nicht. Man konnte sehen, dass er sehr enttäuscht war. Es war, als ekelte er sich davor. So sah es aus. Das ist Dreck. Widerlicher Dreck. Er sagt, alles, was wir ihm servieren, ist scheiße. Das hätte er auch sagen sollen, dass es ihm schmeckt. Jedes Gericht war für ihn scheiße. Naja, langsam fühle ich mich angegriffen. Risotto. Der Koch mag's gern matschig. Feldsalat. Leider zu heiß und ungenießbar. Der Reis, der zerkrümelt im Mund, der kleistert dir den Rachen zu. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Wenn ein Koch nicht mal ein einfaches Pilzrisotto hinkriegt, haben wir ein Problem. Mit dem Essen konnte er nichts anfangen. Er mochte eigentlich gar nichts. Also ist die Laune hier gerade im Keller. Wenn du ein Restaurant hast, solltest du zumindest wissen, wie dein Essen ist. Und ich schätze, dieser Kerl hat keine Ahnung, was er seinen Gästen vorsetzt. Okay, setz dich. Wie sieht's aus? Setz dich. Gut, das war interessant. Interessant, aber bitter enttäuschend, mein Freund. Sind die Krabben frisch? Die sind nicht frisch, habe ich recht? Ja, Dosenkrabben. Ich frag den Kellner freundlich, sind die Krabben frisch? Sagt er, ja, aber natürlich. Er sagte, dass das frische Krabben sind? Deswegen wollte ich sie. Tut mir echt leid. Als es kam, war es eiskalt. Probier mal, hau rein. Ist das hier für mich? Sieht aus, als käme es aus einer Babywindel, hä? Huh? Dafür kommt kein Gast ein zweites Mal. Das soll ein gemischter Salat sein? Das sieht furchtbar aus. Da ist das. Meine 8-jährige Tochter kann besser kochen.
Bei jedem anderen hätte ich den Tisch umgeworfen und ihn rausgeschmissen. Ganz ehrlich, dein Essen ist der letzte Müll. Er ist ganz schön hart und auch ziemlich gemein, was das Essen angeht. Oh, Scheiße. Was hat Dean uns da nur ins Haus geholt? Wenn du denkst, du könntest diesen Laden hier weiterführen, wenn du solchen Scheiß servierst, mach lieber ein Museum aus diesem Haus. Das tut sich keiner zweimal an. Ich war wütend. Richtig wütend. Ich hätte am liebsten den Teller genommen und ihn dem Koch über den Kopf gezogen. Um wirklich alle Probleme des Old Stone Mill zu erläutern, muss der verschlossene Dean sich etwas öffnen. Solche Fragen sind nie angenehm, Dean. Aber wenn ich nicht die ganze Situation kenne, kann ich den Laden nicht wieder in die Spur bringen. Was ich gern wüsste, ist, wie es finanziell bei euch aussieht. Und kennst du eure finanzielle Situation, Barbara? Sagt mir nicht genau, wie es aussieht. Ich will nicht, dass sie sich Sorgen macht. Sie muss das ja nicht teilen. Diese Ängste und die dunklen Ahnungen, das ist doch gar nicht nötig. Und ich ignoriere es eben. Es ist irgendwie leichter, nicht daran zu denken, was hier los ist. Und das ist bestimmt mit ein Grund dafür, weshalb ich nicht so oft hier ins Restaurant gehe. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Zurzeit kann ich mich nicht damit befassen. Nein, und ich will es auch nicht. Aber wenn das Haus verpfändet wird, dann ist das doch ein Grund, sich Sorgen zu machen, oder? Ich meine, ihr macht doch richtig miese. Korrekt. Jede Woche. Jede Woche? Ja. Wenn wir heute schließen, ja, heute Abend, alles einfach ausschalten, wären die Schulden sehr hoch? Eine halbe Million. Eine halbe Million? Ja. Es wäre auch Gift für unsere Ehe, glaube ich, wenn er alles riskiert. Naja, wenn er alles riskieren würde, was wir überhaupt besitzen. Habt ihr auch eine Hypothek auf euer Eigenheim? Ja, ja klar. Noch eine zweite Hypothek und einen Kredit auf den Restwert. Gott, es ist also völlig beliehen. Ja. Wie kriegst du das nur hin hier, Monat für Monat? Ich meine, die Hypothekenraten, die Waren, die Löhne, dein Lohn. Was soll ich sagen? Naja, ich erlebe gerade die Hölle. Bitte nicht aufregen. Nein. Ist ja gut. Es ist nur wichtig für mich, damit ich weiß, wo wir stehen. Ich muss zu euch ehrlich sein, okay? Warum bist du ja hier? Für Gordon ist nicht so aussagekräftig wie ein kompletter Abendservice. Glücklicherweise ist es Samstagabend, der Abend, an dem das Restaurant voll ist. Hallo, wie geht's dir? Herzlich willkommen. Hi Freunde, wie geht's? Ich bin sicher, Sie werden es mögen. Kann nichts schiefgehen. Ich bin heute Abend wirklich gereizt. Die Angst vor dem Versagen setzt jetzt ein. Das Cashew-Huhn. Einmal Prime Rib Steak, Medium Rare. Das Pilzrisotto bitte. In der Küche tudeln die Bestellungen ein. Frittierte Kalamari, gemischter Salat, Krabbenpuffer, Prime Rib, Medium Rare, zwei Cashew-Hühnchen. Doch Küchenchef Michael ist offenbar frustriert. Schon mal erlebt, dass das einer allein machen muss? So noch nicht, nein. Tja, also ich bin allein und das muss gehen, also geht es auch. Ist nicht leicht, alles allein zu machen. Echt nicht. Das hat auch keiner gesagt, oder? Michael macht schon mehr, als ein Küchenchef machen müsste, wirklich. Sehr viel mehr. Während Küchenchef Michael die Schlachten in der Küche weiterhin allein schlägt, befinden sich Dean und Geschäftsführer Tom mit den Gästen in ihrer ganz eigenen Welt. Ein neuer Tag im Paradies, hä? Hallo, wie geht's? Sehr gut, ich glaube, ich trinke ein Bier mit Ihnen. Oho. Cheers. Cheers. Sagen Sie die Wahrheit. So einen Laden gibt es nicht in Pennsylvania. Könnte man so sagen. Als Geschäftsführer tue ich alles, damit es hier reibungslos läuft. Und zwar so gut wie möglich. Was sind deine Stärken? Was kannst du gut? Hoffentlich kommt die Vorspeise bald. Wir haben doch schon über eine halbe Stunde bestellt. Ja, Frechheit. Oh ja. Seit einer Stunde ist der Abendservice im Gange und endlich schickt die Küche die überdekorierten Gerichte raus. Nun ja, Mike will, dass das Essen gut aussieht. Richtig gut. Was soll das mit den Kalamari im Martini-Glas? Wir wollen, dass das Essen wenigstens gut aussieht, wenn es schon scheiße schmeckt. Scheiße, das ist aber mehr als harmlos ausgedrückt. Himmel, Arsch und Zirn. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Doch weder Gordon noch die Gäste sind besonders beeindruckt. Wir haben da viel zu viel Knoblauch reingetan. Ist es kalt? Ja. Sehr kalt.
Ist genug Soße an den Cashewhühnchen? Ja, na klar. Ich mach noch ein bisschen drauf. Es ist einfach nur so ein Job. Nichts, was dich schert oder was dich irgendwas angeht. Nur dieselbe Scheiße, Tag ein, Tag aus. Übrigens, das Papier, da können Sie mitessen. Ich habe mein Essen noch nie in einer braunen Papiertüte serviert bekommen. Ich weiß auch nicht, warum die Pommes heute Abend besonders scheiße aussehen. In diesem Restaurant hier, ja, wäre alles okay, wenn die Pommes frites das einzige Problem wären. Ist das kalt? Dann schick's zurück. Ja, schick's zurück. Entschuldigung, war alles okay? Ja. Nur okay? Nur okay. Nur okay. Die Gäste lassen ihr Essen zurückgehen und Michael ist bereits im Rückstand. Jetzt ist er völlig überfordert. Okay, ein Risotto und dann noch ein Barsch, ganz schnell. Dean löst die Probleme nicht, sondern verschärft sie sogar. Ich kam nicht mehr nach. Es war eben alles zu viel. Oh Mann, das ist zerkocht. Komm, bring das an die 28, los sofort. Mike, das Risotto. Es ist zerkocht, Gott verdammt. Er hat mich frustriert, wir lassen die Gäste warten. Entweder sind die Leute nach 20 Minuten zufrieden oder nach 10 Minuten enttäuscht. Sollen sie lieber 20 Minuten warten? Gib mir den Teller. Schick es sofort raus. Michael? Ja? Zufrieden mit dem Risotto? Nein, nicht so richtig, nein. Michael, wenn du nicht zufrieden bist, warum schickst du es dann raus? Nur mal so unter uns. Wieso? Ja, vergiss mal Dean. Wo ist der Barsch? Ja. Den hätte ich jetzt gerne. Der ist im Ofen. Ja. Dean ist der Besitzer. Am Ende ist er es, der entscheidet. Hey! Jetzt nicht. Jetzt gerade bringe ich meinen Gästen das Essen. Hier, raus damit. Ist schon sehr salzig, das Pilzrisotto. Lass mal kosten. Du hast recht, das ist richtig eklig. Das können wir wieder haben. Zurück damit? Ja. Mhm. Findest du es besser, wenn es vorschnell an die Tische gebracht wird? Nein. Ich habe mit Mike gerade über Standards geredet. Und dann sagst du, schaff diesen Scheiß endlich hier raus. Die Lady hat mich dreimal nach ihrem Essen gefragt, verstanden? Ich bin fassungslos, ziemlich sogar. Keine Ahnung, was du von mir willst. Dein Restaurant ist am Arsch. Deshalb bin ich so fassungslos. Aber so sieht's aus. So sieht's aus, Gordon. So sieht's aus. Aber du hältst die Fassade aufrecht. Das gefällt mir. Das ist keine Fassade. Nein, ist es nicht. Wir hätten da eine kleine Frage wegen des Risottos. Mhm. Das ist total versalzen. Das kriege ich nicht runter. Nein, wirklich nicht. Tut mir sehr leid, Ma'am. Danke. Und was sagen Sie? Es ist versalzen. Sie haben mein Lieblingsessen zurückgeschickt. Risotto. Die Bereitwilligkeit, mit der Dean verhunztes Essen rausgehen lässt, verdeutlicht, was im Old Stone Mill nicht stimmt. Zudem hat Dean den Großteil seiner Energie darauf gerichtet, das Restaurant zu verschönern. Die Karte aber hat er vernachlässigt. Ich glaube, du verstehst noch nicht den Grund, weshalb ich hier bin. Es ist die Essensqualität, die unter aller Sau ist. Ihr solltet mehr auf die Qualität achten. Aber das scheint hier niemanden zu interessieren. Ich fragte Michael: Bist du zufrieden mit dem Risotto? Und er sagte nein. Du sagtest raus, servieren, servieren, die warten schon 50 Minuten. Hast du eine Ahnung, was du damit für einen Schaden anrichtest? Was willst du denn? Was Es geht was gar nicht darum, du? Was ich will. Es geht darum, ich bin ziemlich verärgert. Ich bin mir nicht so sicher, ob du überhaupt hungrig bist. Hungrig nach Veränderung, weißt du? Einen Traum zu haben ist das eine, aber sieh zu, dass du nicht in eine Traumwelt abtauchst. Mit jedem Gericht, das wir aus der Küche rausschicken, verringern wir die Chance, dass dieser Laden hier irgendwann mal läuft. Ich glaube, du veranstaltest mit deinen Leuten eine Art Gehirnwäsche. Sie sollen denken wie du. Aber ich sag dir jetzt was. Was du denkst, ist falsch. Es ist hart, den ganzen Tag angestichelt zu werden. Ich stichel jetzt mal zurück, okay? Ich versuche, hier zu dir durchzudringen. Wenn ich nicht zu dir durchdringe, habe ich keine Chance. Oder ist das hier für dich eine Art Spiel? Du wagst es mir zu unterstellen, ich würde... Wagen? Ich wage nichts, ich sag es dir. Du sagst mir gar nichts. Das ist doch nur ein Auswuchs deiner Fantasie, dass ich mich nicht für diesen Laden aufopfere. Dean ist ein Kämpfer, der scheut keine Herausforderung. Lasst uns mal 2 Minuten allein, Leute, ja? Du stehst ziemlich drauf, wenn die Gäste kommen und dir Zucker in den Arsch blasen, ne? Stimmt, das tue ich. Wenn die Gäste mir sagen, dass das Essen geschmeckt hat, dann bin ich glücklich. Ich schleiche nicht um meine Gäste rum. Küsschen, war's gut? Bitte, sag's mir. Du fragst die Gäste nie, ob es geschmeckt hat? Och nein, du bezahlst lieber 10 Leute, die das für dich machen. Nein, ich höre jeden Morgen am Telefon, dass ich wieder ausgebucht bin. Aber dafür werde ich bezahlt, oder? Für das Glotzen und das Rumstehen? Dafür kriege ich mein Geld, dass ich hier stehe, hier neben meinen Gästen. Und dafür sorge, dass sie sich hier wohlfühlen. Dafür kriege ich mein Geld. Wie die Scheiße hier rauskommt. Nein. Und dabei geht's dir gut? Nein, es geht mir nicht gut dabei. Da haben wir nur meine Meinung. Nicht gut dabei. Oh nein, das findest du toll. Ich muss es tun, ich muss es tun. Du bist verlogen. Leck mich, du bist verlogen. Ja, du bist tierisch verlogen.
halte die Klappe. Und jetzt läufst du einfach weg? Vielleicht stehst du mal deinen Mann. Ich stehe immer meinen Mann. Ach ja? Ich weiche auch vor nichts zurück, okay? Gar nichts. Gar nichts. Auch nicht vor dir. Alles klar? Ich bin mit diesem Laden auf eine Art verbunden, wie du es mit keinem deiner Läden je warst. Verstanden? Was? Stotter ich? Klar, da habe ich gesagt, was mir der Laden bedeutet. Ich werde dir nicht in den Arsch kriechen, damit du mir glaubst. Wenn du mir nicht glaubst, dann eben nicht. Du kannst die Wahrheit nicht ertragen. Doch, deshalb ich mag die Wahrheit. Niemand lässt dein Luftschloss Platz. Die Wahrheit jeden Tag öfter, als du sie in deinem Leben je gehört hast. Blödsinn. Meinst du nicht? Du legst Wert auf dein Haar, deine Hose, die Schuhe, du hast eine schöne Frisur. Ich will nur, dass du genauso viel Wert auf das legst, was in deinem Geschäft passiert. Wäre dir das genauso wichtig wie du dir selbst, dann würdest du diesen Scheißfraß nicht rausschicken. Wir haben offensichtlich ein paar Probleme. Und wenn du keine Veränderung durchziehst, hat dieser Laden keine Zukunft. Du hast alles auf deine Art gemacht, länger als es gut gewesen wäre. Es kann hier nicht einfach so weitergehen. Es muss sich hier eins dringend verändern. Du! Es ist Deans Angst vor dem Scheitern, die verhindert, dass er die Veränderungen in die Wege leitet, die für den Erfolg nötig sind. Doch bevor Gordon seine geplanten Veränderungen umsetzen kann, will er zuerst die Konkurrenz vor Ort unter die Lupe nehmen. Italiener, chinesisches Restaurant, nebenan eine Pizzeria, amerikanisches Bistro. Irre, noch ein Italiener. Restaurants, wo man hinsieht. Und noch ein Italiener. Ach du dicker Vater. Hi, wie geht's? Danke, gut. Schön, freut mich. Ich auch. Netten Laden haben Sie hier. Haben Sie viel zu tun? Ziemlich viel. Gut, hier wird also viel Fleisch gegessen. Allerdings, vor allem die Steaks und die ziemlich dick. Ich bin rumgelaufen. Es gibt hier kein Steakhouse, habe ich recht? Genau, es gibt keins. Warum will keiner eins aufmachen? Ich weiß nicht. Könnten Sie es beliefern, wenn es eins gäbe? Sicher, das könnte ich mir gut vorstellen. Gut, vielen Dank. Also dann, schönes Wochenende. Ebenfalls, ich komm auf Sie zurück. Danke fürs Vorbeischauen. Bis dann. Ich würde mich freuen. Schön. Nun, da Gordon mehr über Tuckerhoes Restaurantszene weiß, muss er sich Michael vornehmen, den Koch, um dieses Restaurant zu retten. Michael, dieses Restaurant muss für irgendwas bekannt werden. Erste große Veränderung, Prime Rib. Prime Rib? Am Knochen. Das wird unser Special. Okay. Wir bringen den Laden damit in die richtige Richtung. Okay. Damit geht's für dich leichter und für den Service schneller. Ich bin nervös. Man kocht nicht jeden Tag an der Seite eines solchen Chefkochs. Du weißt, wie du es schneiden musst. Erst runter, dann hoch. Ja, genau. Leg es schon mal rein, ja? Ich freue mich, neue Gerichte zu lernen. Und nach einer Weile verpasse ich Ihnen meine eigene Note. Hoffentlich kommt er nicht wieder und nimmt mich auf die Hörner. Der Witz bei einem gemischten Salat ist, dass er knackig ist. Gehackter Romana-Salat, ein bisschen Schnittlauch, ein bisschen Schinken rein. Wenig Dressing, dann bleibt er knackig. Ein paar Gewürze über die Avocado, die Tomaten, gehacktes Ei, noch Schnittlauch. Oh, Kernschmelze. Okay, ja. Oh, denk mal an die Beschwerden. Was, Sie stopfen meinen Salat nicht in einen Trichter? Ich habe doch ein Recht auf meinen Trichtersalat. Mike, kannst du damit leben? Ah, jawohl, geht in Ordnung. Ich habe mir den Arsch abgelacht, als er die Trichter abgefackelt hat. Ich habe verstanden, was er wollte. Ein einfacher Salat ist in Ordnung und macht da nicht irgendwas draus, was es nicht ist. Wenn einer kommt und mich bittet, ich soll den Salat doch wieder in den Trichter stopfen, dann werde ich ihn hochheben und im Altenheim nebenan abstellen. Okay. So viel zu den bescheuerten Trichtern. Der Küchenchef sprüht wieder vor Energie, also wendet sich Gordon dem Besitzer und der Belegschaft zu. Dean hat schon lange den Wunsch nach Erfolg und jetzt wird ihm Küchenchef Ramsay sagen, wie er es schaffen kann. Okay, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich bin unterwegs gewesen und habe nachgeforscht. Was hat diese Stadt hier noch nicht? Sie hat noch kein gutes Steakhouse. Es gibt kein Steakhouse in dieser Stadt. Dieser Laden hier hat die besten Chancen, das Steakhouse dieser Stadt zu werden. Die Idee mit dem Steakhouse könnte wirklich funktionieren. Er hat hundertprozentig recht, es gibt in der ganzen Gegend keins. Gebt den Leuten, was sie wollen, und sie werden wiederkommen. Und sie werden verdammt viel Geld mitbringen. Ich höre Gordon zu, höre, was er sagt. Er führt so viele Veränderungen durch, aber wenn die Veränderungen durch sind, keine Ahnung, ob die Leute wirklich kommen werden. In diesem Laden hier schreit alles Steakhouse. Hört ihr das nicht? Ich freue mich drauf. Wie siehst du das? Ich kann mir diese Art von Veränderung nicht leisten, denn ich kann es mir nicht leisten, das Wenige, was ich jetzt habe, zu verlieren. Ich bin wütend. Dean,
Du wärst irre, wenn du das nicht tust. Ich bin nicht irre. Ich hatte eine Vision. Du brätst ein einfaches Prime Rib Steak. Damit ist der Laden wieder auferstanden, weil du mir Steaks braten willst? Hey, das glaubst du selber nicht. 12 Restaurants, sehr erfolgreiche, hochprofitabel. Und du, mein Freund, willst die Wahrheit nicht sehen. Wenn du das Konzept änderst, wenn du die Richtung so radikal änderst, dann ist das für mich ein Zeichen von Schwäche. Morgen werden wir die Karte ändern. Wir eröffnen das Restaurant neu. Und du musst dir was überlegen. Gute Nacht. Tag 4, der Tag der Wiedereröffnung. Es wird Zeit, dass Dean die Veränderungen mitträgt, die sein Restaurant retten können. Gordon hat heimlich sein Designerteam geholt, das über Nacht gearbeitet hat, um dem Old Stone Mill zu neuem Glanz zu verhelfen. Als ich am ersten Tag hier ankam, da bin ich vorbeigefahren. Ich habe nicht gesehen, dass es sich bei diesem Haus um ein Restaurant handelt. Kein Schild. Nein. Nichts. Und jetzt alle die Augen auf. 1, 2, 3, hoch! Seht euch das an! Wunderschön, aus Naturstein. Das Old Stone Mill Steakhouse. Jetzt sieht man, was es ist, wenn man vorbeifährt. Als sie das Schild enthüllt haben, fand ich es wunderschön. Hab kaum Luft gekriegt. Ihnen gefällt's dir? Ja, wirklich. Schön. Sehr gut. Guck, da ist noch eins. Steakhouse. Ja. Wieso hab ich das nicht gemacht? Den Schilder einholen, irgendwas ausmachen, ihm sagen, okay, so sieht's aus, stell ein Schild auf. Keine Ahnung, wieso. Also gehen wir rein, es geht noch weiter. Das ist Geschichte. Das sind alles Sachen, die oben rumstanden, die ihr weggeräumt habt. Wenn die Gäste schon warten müssen, haben sie wenigstens was zu gucken. Ich will, dass die Leute sofort, wenn sie hierher kommen, sehen, dass dein Herz an diesem Haus hängt. Ich war erst etwas verunsichert, als ich reinging, weil ich nicht wusste, was mich da drinnen erwartet. Jeder Balken, jeder verdammte Stein, das ist Geschichte. Meine, das hat mich umgehauen, dass Gordon Bilder von mir aufgestellt hat, auf denen man sieht, wie ich das Haus ausbaue. Okay, und weiter. Kommt mit. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Oh mein Gott. Jetzt ist alles schön übersichtlich. Es ist wunderschön. Es ist wirklich wundervoll. Mir fehlen einfach die Worte. Es ist offen. Es ist klassisch. Wir haben neue Teller, neue Tischwäsche, neue Gedecke. Barbara, was denkst du? Ganz toll. Die dunklen Farben sind weg. Es war zu deprimierend. Ja. Zu deprimierend. Die Kerzen auf den Tischen, die frischen Blumen. Es ist hell, es ist fröhlich. Man fühlt sich einfach wohl. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Dasselbe Restaurant, dieselben Leute, aber völlig anders als früher. Ein Touch von Gordon Ramsay. Hier, riecht mal. Mal sehen, ob es funktioniert. Ich denke, das wird's. Das ist es nun. Es gibt keine verdammten Ausreden mehr. Wir sind den ganzen Mist los. Seht euch um. Großartig. Ja? Ganz großartig. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich hatte keine Ahnung, dass irgendeine Art von Umgestaltung dazugehören würde. Aber ich bin manns genug zuzugeben, dass es großartig aussieht. Die Veränderungen am Dekor kommen gut an, aber das war eine leicht durchzusetzende Veränderung. Jetzt kommt die schwerere, die neue Steakhouse-Karte. Okay, dann gehen wir das Essen durch, ganz schnell, ja? Die Karte. Fangen wir mit dem Fleisch an. Das ist das Porterhouse-Steak für 2 und das hervorragende Ribeye-Steak. Und das da ist das New York Strip, das beliebteste Steak in ganz Amerika. Ich hatte eine Mischung aus alt und neu erwartet, aber dass sie die Karte völlig umkrempelt, hat mich sehr überrascht. Heilbutt hat ein sehr schönes, gediegenes, fleischähnliches Aroma. Es ist ein sehr kräftiger Fisch, aber in der Pfanne angebraten ist er sehr gut. Dann der knusprige Lachs, Spaghetti-Bett, eine süße Schalotte und eine schöne knusprige Haut. Okay, die Vorspeisen. Schöne, große, gedünstete Muscheln. Der Sahnemais. In jedem Steakhouse in den Staaten gehört der Sahnemais dazu. Und mein Favorit, der gemischte Salat des Old Stone Mill. Leider ohne Trichter. Es wird nicht leicht, aber die neue Karte ist schon spannend. Es sind nur noch 2 Stunden, bis sich die Türen öffnen. Daher will Gordon sicherstellen, dass das Restaurant wirklich als das Steakhouse der Stadt wahrgenommen wird. Hierbei spielt das Personal eine entscheidende Rolle. Dies ist jetzt ein Steakhouse und das beweisen wir. An jedem Tisch findet daher eine Kurzpräsentation statt. Bingo, Tom, verkauf mir ein Steak. Ich mache mir Sorgen, dass das Essen zwar neu ist, die Einrichtung hier neu ist, aber die unmotivierten Mitarbeiter alles vergeigen. Hallo. Willkommen im Old Stone Mill Steakhouse. Diese Steaks hier bieten wir heute an. Das ist unser 21 Tage abgehangenes... Verdammt. Ja, und? Wir haben... Ich fühle mich damit überhaupt nicht wohl.
Mit einer Woche Training gewinnt man keine Goldmedaille. Und hier oben ist das Kobe Strip. Ein Kobe Strip, das klingt nach einer japanischen Table Dance Bar. Es ist dasselbe mäßige Personal. Ach du dicker Vater. Gordon hat in wenigen Tagen vieles im Old Stone Mill verändert. Und auch wenn Dean und seine Mannschaft nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht, haben sie sich der nächsten Herausforderung zu stellen. Hallo, wie geht's? Wir freuen uns auf diesen Abend und hoffen, dass alles wie geplant läuft. Darf ich Ihren Mantel haben? Gefällt Ihnen die neue Einrichtung? Ja, schön, wirklich. Es ist ein neuer Anfang. Ich bin erschöpft, ich bin ausgelaugt, bin müde und leicht unsicher. Wichtiger Abend heute. Klar, will ich doch hoffen. Ich war ein bisschen nervös, ganz zu Anfang. Ich habe die Karte ja nicht gekannt. Ich hatte sie nur gesehen, nicht mal 2 Stunden, bevor der Abend hier losging. Sowas kann einem durchaus etwas Angst machen. Okay, das ist der große Abend. Wir haben einen Plan gemacht und nun wird dieser Plan umgesetzt. Kobe Steak, Medium Rare. Weißt du, keine Ahnung, ich habe alles vergessen. Ich wüsste gern mal, wo die ganzen Karten sind. Wer ist von uns heute Abend vermasselt, der wird morgen nicht mehr hier sein. Der Abend der großen Wiedereröffnung. Gordon Ramsays Plan, ein Steakhouse in Tuckahoe zu etablieren, hat sich herumgesprochen. Ist das der Bürgermeister? Das Restaurant ist ausgebucht. Jetzt liegt es an Dean und der Belegschaft, dem Old Stone Mill zu einem guten Ruf zu verhelfen. Heute Abend sind alle ziemlich angespannt. Der Bürgermeister, wo setzen wir den Wichtigmeier hin? Dieser Abend wird sicherlich schon zeigen, ob es überhaupt möglich ist, dass dieser Laden ein Erfolg wird. Hallo. Hallo. Lange nicht hier gewesen. Ich war schon etwas eingeschüchtert, als er hereinkam, weil es wichtig für mich war, dass er kommt. Ihren Mantel bitte. Oh, danke. Wenn das Haus voll und der Bürgermeister da ist und nichts ist fertig, dann ist es egal, wie gut du bist. Komm schon. Dann wird es nichts. Der Bürgermeister. Die Gäste nehmen Platz. Und die Bedienung ist damit beschäftigt, die neue Karte vorzustellen. Ich nehme das Kobe. Das Kobe-Steak. Medium bis durch. Gut, ich nehme das Ribeye-Steak. Offenbar macht der Druck der Wiedereröffnung Tom sehr zu schaffen. Das New York Strip. Nein, das hier ist das New York Strip, das Ribeye und das Kobe Steak als Special. Okay. Es war verrückt. Ich meine, die ganze Situation ist doch krank, der ganze Abend. Der war doch von Anfang an völlig verrückt. Oh! Ach. Ein paar Servietten. Oh, verdammt. Och, Mann. Ich bin völlig fertig. Das wird schon wieder. Ich habe Schwierigkeiten. Mit den schnellen Veränderungen. Ich bin für sowas nicht gemacht. Es ist mir im Moment einfach zu viel. Wir brauchen dich. Ach, das wird schon. Ich komme schon. Wir brauchen dich hier, okay? Tom versucht, sich zusammenzureißen. Hey, wisch dir die Tränen weg und komm als Geschäftsführer Tom wieder rein, okay? Die ersten Bestellungen kommen rein. Okay, Michael, achte auf die Temperatur, ja? Ich will nicht, dass die Steaks zurückkommen, okay? Ja, Chef. Gut. Acht. Was acht? Acht Gäste, oder was? Acht Gäste kommen gerade rein. Wir hatten eine Menge Druck. Ein paar Mal habe ich die Kontenance verloren. Na los! Na los? Genie, das sind Gäste, keine Kühe. Doch Tom gerät noch mehr ins Schwitzen. Hey, was riecht hier so? Ist schon verdammt heiß hier, oder? Ja? Junge, es ist heiß in der Küche. Er hat Schnitzfleck. Schwitzt wie in der Sauna. Tja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach was, ich fahre Sie nach Hause, falls Sie heute zu viel trinken. Ich muss mit dir reden. Schnell, komm. Gut, du rennst durch die Gegend wie ein geköpftes Huhn. Und weißt du, du schwitzt wie ein Schwein. Ab auf die Toilette, mach was dagegen. Als Tom wieder zurückkam, war er völlig durcheinander. Total durcheinander. Naja, er war nervös. Einfach nervös. Gott, er stinkt. Der Abendservice läuft seit 45 Minuten. Und auch wenn alles gut zu laufen scheint, zergeht wie Butter, es ist einfach köstlich. Haben erst wenige Gäste ihr Essen bekommen. Und der Bürgermeister gehört nicht dazu. Die haben ein Problem da hinten. Ja. Und der Bürgermeister, den können wir nicht warten lassen. Weiß Michael, dass das der Tisch des Bürgermeisters ist? Welche Tischnummer? Das ist die 12. Ja, sag ihm, er soll dich ranhalten. Was ist mit dem Bürgermeister? Ich kriege hier gerade keine Zettel aus dem Drucker. Warum nicht? Keine Ahnung. Aber der andere Drucker funktioniert. Ich kriege keine Zettel aus diesem Computer. Das macht mich alle. Der Drucker funktioniert jedenfalls. Oh Mann,
Es war ein Desaster. Ich habe es Dean gesagt. Irgendwann habe ich ihn angeschrien, hol jetzt endlich jemanden, der das wieder hinkriegt, sonst sind wir geliefert. Ich fasse es nicht, dass niemand kommt, um diesen Computer zu reparieren. Aber wenn es keiner hören will, will es keiner hören. Na, was sind das für Steaks? Sind mehr als okay. Immer gerne. Der steht da und macht einen auf wichtig. Keine Ahnung, ob Dean mitkriegt, dass uns das den Tag ruiniert. Und das war's dann. Oh Gott. Jetzt stecken wir echt in der Scheiße. Die Küche kommt nicht nach, die Leute warten. Tom steht völlig neben sich und den Bürgermeister lassen wir jetzt schon 45 Minuten warten. Du kannst jeden warten lassen, aber nicht den scheiß Bürgermeister. Herrgott. Nach über einer Stunde werden die ersten hungrigen Gäste unruhig. Tja. Wie lange warten wir jetzt schon auf unsere Vorspeise? Ich schätze mal eine Stunde. Ja und? Ich habe es dem Kellner noch gesagt. Ich hoffe, es kommt bald. Ansonsten gehe ich denen an die Gurgel. Okay, Michael. Ich brauche jetzt das für den Bürgermeister. Jemand muss diesen Computer reparieren. Ich kriege keine Zettel. Unglaublich. Hol mir den Idioten Dean, ja? Und schnell, wenn's geht. Dean, du sollst in die Küche kommen. Was ist mit dem Bürgermeister, verdammt? Keine Ahnung, ich... Er wartet jetzt eine Stunde. Es ist nicht leicht, wenn sie dir jeden Tag in die Eier treten und dir sagen, du bist scheiße. Das ist verdammt peinlich für mich. Mann, ich hab dir doch gesagt, ich hab keine Zettel dafür. Wieso kriege ich keine Zettel? Bitte hilf mir! Ich habe den Zettel nicht, das sage ich doch. Was willst du denn? Hier ist die Kopie, du musst die andere Hälfte das haben. Das ist nicht mein Zettel, der ist aus dem Salatdrucker. Das geht seit einer Stunde so, nichts habe ich hier. Lies diesen beschissenen Zettel! Oh, ach du Scheiße. Was soll dieser Scheiß? Lies den Zettel! Das ist der letzte Scheiß-Tisch, Mann! Ach du Scheiße, um Himmels Willen. Genie, 2 Sekunden, hä? Vergiss mal den Kaffee. Mike, komm mal eine Sekunde rüber, bitte, ja? Der Abendservice steht kurz vor einer Katastrophe. Darum stellt Gordon klar, worum es geht. Sammeln wir uns mal kurz, ja? Ich erkläre euch mal die Lage. Die Bedienung ist raus, jetzt geht's um uns. Wir alle müssen uns jetzt wieder konzentrieren. Ja, wir müssen Entscheidungen treffen, ganz besonders in kritischen Momenten. Jetzt musst du anfangen zu kämpfen. Jetzt entscheidet sich das Schicksal dieses Ladens. Ich war wirklich richtig wütend. Aber gerade jetzt, für den Erfolg des Ladens, muss ich da einfach durch. Ich bringe Ihnen gleich ein paar Appetithäppchen und danach suchen wir einen Tisch für Sie und die Appetithäppchen. Also, ich bin gleich wieder zurück und dann packe ich Ihnen das ein. Wir müssen zusammenarbeiten, das ist das Wichtigste. Alles wieder hinbiegen, was schiefgegangen ist. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Steckmesser. Der Drucker funktioniert wieder. Gut gemacht. Ja, es wird langsam. Gut gemacht. Zweimal Medium, Rare. Zweimal Medium. Gib schon her. 34. Dann bon appetit. Ich hoffe, das Warten hat sich gelohnt. Ausgezeichnet. Lecker. Sehr gut. Dean kriegt alle dazu, mit vollem Einsatz zu arbeiten. Bitte sehr. Danke. Der Abend endet erfolgreich. Am nächsten Tag möchte Gordon dafür sorgen, dass Deans Versagensangst seinem möglichen Erfolg nicht länger im Weg steht. Was nervt dich am meisten? Sag mal. Ich weiß, der Laden könnte schon bald ein richtiger Renner sein. Und ich bin nicht blind, ich lebe nicht in einer Traumwelt. Das große Problem an dir ist, dass du Angst hast, Fehler zu begehen. Versetz dich mal in meine Lage, dann reden wir weiter. Ich habe auch Pleiten eingefahren. Ein paar schon. Wann? Mit einem Restaurant in meiner Heimatstadt. Ich dachte, es wäre der Hammer. Aber das hat mich zu dem gemacht, der ich bin, okay? Ich kenne beides, Niederlage und Erfolg. Du darfst keine Angst haben. Du kannst den Problemen nicht ewig aus dem Weg gehen. Ich glaube jetzt wirklich, dass es ihm um mich geht. Das glaube ich jetzt wirklich. Vielleicht wusste ich tief in mir drin, dass ich was ändern musste. Einige Dinge werde ich nicht mehr übersehen. Du kannst nicht darüber hinwegsehen. Es geht um dein Geschäft. Du hast recht. Ich muss Veränderungen durchziehen, damit dieser Laden läuft. Und das auf der Stelle. Mit einer neuen, frischen, offenen Einstellung übernimmt Dean die Kontrolle sowohl über den vorderen Teil des Restaurants. Einmal das Filet Mignon. Als auch über die Küche. Das Prime Rib sieht ziemlich ansprechend aus, Mike. Das ist das Steak für wahre Steakkenner. Tom entwickelt das Selbstvertrauen, das er als Geschäftsführer braucht. Sind die Getränke schon gekommen? Ja. Klar. Okay. Danke sehr. Auch Michaels Leidenschaft für das Kochen ist wieder erwacht. Es ist Showtime, Ladies.
Und zum 200. Geburtstag des Old Stone Mill hat Gordon eine Gemeindefeier organisiert. Und für Sie müssen Sie aber aufhängen, der Schlüssel zur Stadt Yonkers. Wow! Den Schlüssel zur Stadt zu bekommen, hat mich umgehauen. Ich freue mich so für meinen Mann, denn er hat sein Lächeln wiedergefunden. Mitschuss, das ist gemein, Gordon! Ja. Sogar das Regionalfernsehen zeigt Interesse und rückt das Restaurant ins Rampenlicht. Kommen Sie doch auf ein leckeres Steak ins Old Stone Mill. Die neue Steakhouse-Karte war genau das Richtige für diese Stadt. Das ist schon ganz gut. Das ist fantastisch. Hervorragend. Endlich sind die Gerichte ebenso herrlich wie das Haus, in dem sie zubereitet werden. Das Wichtigste ist stets die Bestätigung, dass es funktionieren kann. Das Potenzial ist atemberaubend. Jetzt wisst ihr, was ihr tun müsst. Also fallt nicht über die eigenen Beine. Danke. Danke sehr. Danke, Chef. War mir ein Vergnügen. Vielen Dank, mein Schatz. War mir eine Freude. Danke. Ich glaube schon, dass wir es schaffen werden. Wir haben keine Wahl. Oben zuerst, dann unten. So langsam, ab ins Bett. Gordon Ramsay, der war wirklich ein Segen für unsere Familie. Und wir können ihm gar nicht genug für all die wundervollen Dinge danken, die er getan hat. Als ich ankam, dachte ich, das Haus ist aber schön. Und nun finde ich es richtig phänomenal. Jetzt habe ich was, auf das ich wirklich stolz sein kann. Also. Danke. Viel Glück. Danke, Mann. Ich freue mich. Ich freue mich darauf, was die Zukunft bringt. Tu mir noch einen Gefallen. Komm mal kurz mit raus und sieh dir das Restaurant an. Ach du Scheiße. Wie geht denn das? Wo steht der Beamer? Wow. Da oben wollte ich schon immer ein Schild dran haben. Jetzt bin ich richtig überwältigt. Oh ja. Das ist so cool. Demnächst in Teufels Küche. New York City, das Mekka der Gourmets. Es ist nicht mehr essbar. Die Karte ist verwirrend. Was ich hier nicht sehe, ist chinesisch. Die zahlreichen Manager scheint das alles nicht zu kümmern. Oh, ach du Scheiße. Gordon ist in einer der ekelhaftesten Küchen gelandet, die er je gesehen hat. Ich bin wirklich sprachlos. Darum muss er zu drastischen Maßnahmen greifen. Heute ist der glücklichste Tag in Ihrem beschissenen Leben, okay? Freuen Sie sich auf eine der verrücktesten Wochen in Gordon Ramsays Leben. Gehst raus und sagst den Leuten, die Küche ist geschlossen. Demnächst in Teufels Küche.